Dieses Jahr scheint wieder eins dieser Jahre zu sein, in dem Gurken dazu neigen, bitter zu werden. Jedenfalls habe ich die letzten Tage extrem viele Nachrichten von euch bekommen über Mail oder Instagram, dass eure Gurken dieses Jahr bitter sind. Eigentlich wurden diese Bitterstoffe schon lange aus Gurken rausgezüchtet, aber unter gewissen Stressfaktoren neigen Gurken dazu, genau diese Bitterstoffe wieder anzureichern. In großen Mengen ist Cocobitazin tatsächlich giftig, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand freiwillig so eine hohe Menge an bitteren Gurken essen würde, dass es da zu irgendwelchen gesundheitlichen Risiken kommt. Was aber kann Stress bei Gurken hervorrufen? Zum einen zu wenig Wasser oder unregelmäßige Bewässerung. Und ich denke, das trifft auf dieses Jahr wohl am besten zu. Lange Trockenperioden, dann ganz viel Regen auf einmal, dann wieder eine Zeit mit fast gar keinem Regen. Dazu kommt noch, das habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass viele Kürbisgewächse, also Kürbisse, Zucchinis, Gurken, aber auch Melonen, dieses Jahr einfach nicht loslegen wollten, weil es lange Zeit zu kühl war. Also alles Stressfaktoren, die auf dieses Jahr zutreffen. Ein weiterer Grund, der gerne als Stressfaktor angegeben wird, ist zu kaltes Gießwasser. Und das kommt wohl, wenn man aus einem tiefen Brunnen das Wasser holt oder direkt aus der Leitung holt. Das konnte ich hier noch nicht bestätigen, weil ich gieße nicht mit Leitungswasser. Hole mein ganzes Wasser aus der Wasserstellung, gerade ab Mai und jetzt im Sommer ist das Wasser auch recht warm und das gefällt den Gurken natürlich viel besser als irgendein extrem kaltes Wasser. Falls ihr jetzt aber nur die Möglichkeit habt, mit Leitungswasser zu gießen, füllt etwas davon immer in Gießkannen, lasst es ein paar Stunden stehen und benutzt es dann erst zum Gießen. Sind eure Pflanzen falsch mit Nährstoffen versorgt, also entweder zu viele oder zu wenige, dann kann es auch wieder eine Art Stress für die Pflanze sein, mit dem Resultat, dass die Früchte bitter werden. Der nächste mögliche Stressfaktor ist ein zu hohes Temperaturgefälle zwischen Tag und Nacht. Tags teilweise 35, 36 Grad oder noch mehr, in der Nacht 15 oder 20 Grad. Also ungefähr 15 bis 20 Grad Unterschied. Das sorgt schon für Stress bei den Pflanzen. Kann man aber tatsächlich nicht viel gegen machen. Die einzige Ausnahme, gerade jetzt Mitte Mai, also vor fast 2 Monaten, wenn ihr die Gurken gerade gepflanzt habt, dann könnt ihr da noch ein Vlies drüber werfen, um die Temperaturdifferenz ein bisschen auszugleichen. Jetzt würde das wohl keiner mehr machen, weil ihr müsstet es am Tag ja jedes Mal wieder wegnehmen. Nicht, weil es dann am Tag zu heiß würde, sondern weil keine Insekten mehr die Blüten erreichen würden und ihr hättet dann keine neuen Gurken mehr, weil die Bestäubung einfach hier nicht stattfinden kann. Es gibt einige Sorten, bei denen treten vermehrt Bitterstoffe auf, wenn ihr die zu spät erntet. Andere Sorten macht das gar nichts aus, zum Beispiel Schmorgurken, die lässt man ja extra ganz lange an den Pflanzen dran, damit die schön groß werden. Aber gerade so einige von den älteren Sorten neigen dazu, wenn sie etwas größer sind, bitterer zu werden als die jungen Exemplare. Nächster Grund, Schädlinge und Krankheiten. Und das kann man bei ganz vielen Pflanzen beobachten, dass wenn sie angegriffen werden, zum Beispiel, dass an den Blättern genagt wird oder an den Früchten, dass die dann spezielle Stoffe bilden, um die Fressfeinde oder welche Krankheit auch immer dann abzuwehren, hat man auch manchmal beim Kohl, dass wenn die Raupen daran fressen und man isst den später, dass der etwas intensiver schmeckt, weil einfach viel mehr Abwehrstoffe gebildet wurden. Genauso bei den Gurken, nur dass es im Gegensatz zum Kohl nicht angenehm ist, diesen intensiven Kohlgeschmack, sondern die Gurken werden halt wieder bitter. Es gibt auch Pflanzen, die kann man gezielt stressen, um gewisse Eigenschaften zu erlangen, zum Beispiel Chilis. Hier kann man so ein bisschen an den Blättern rumrupfen oder sie unter Trockenstress stellen, um zu provozieren, dass die Früchte extrem scharf werden. Bei vielen Gemüsearten finde ich alte Sorten ja total klasse, also in Kombination mit neuen, zum Beispiel bei Tomaten, Möhren, Zucchinis, Salaten. Bei Gurken achte ich schon aus besagten Gründen, dass ich da eher Neuzüchtungen, also sagen wir mal der letzten 30, 40 Jahre bekomme oder was jetzt so auf den Markt kommt. Und viele sagen, neue Sorten, das ist ja nur auf Leistung und ohne Geschmack gezüchtet. Das ist totaler Blödsinn, weil es gibt so viele Sorten, die werden
genauso traditionell durch Selektion gezüchtet, wie man das vor 100 Jahren gemacht hat. Nur man hat heute halt viel mehr Wissen. Und die Züchter von damals, die würden einen praktisch auslachen, wenn man noch immer die alten Sorten nehmen würde, die bitter sind, anstatt neue, die diese Eigenschaften halt über Generationen rausgezüchtet bekommen haben. Falls du allerdings irgendeine spezielle Gurkensorte hast, die du total gerne magst, die aber dazu neigt, bitter zu werden, dann wäre es vielleicht eine Lösung, die im Gewächshaus oder im Folientunnel anzubauen. Hier sind zum Beispiel die Temperaturdifferenzen geringer und über eine Tropfbewässerung kannst du das auch mit der unregelmäßigen Bewässerung viel besser steuern. Wenn du Gurken hast, die gerne mal bitter werden, ernte sie trotzdem, aber schneide die ersten Scheiben nicht da ab, wo die Verbindung zur Pflanze, also wo der Stiel war, sondern an der Spitze, weil sich die Bitterstoffe vermehrt in dem unteren Teil befinden. Das heißt, die Hälfte der Gurke könnte ganz normal schmecken und nur ein kleiner Teil ist bitter. Das heißt, das meiste könntest du also verwenden. Naja, ich habe hier im Garten eigentlich keine Probleme mit bitteren Gurken, hauptsächlich durch die Sortenauswahl, aber auch indem ich besonders die Gurken sehr diszipliniert und regelmäßig gieße. Hätte ich hier noch kaltes Wasser, würde ich das mit den Gießkannen machen, also hinstellen, warten, bis das ein bisschen warm ist und dann erst gießen. Aber mit so einfachen Tricks kann man schon viele bittere Gurken verhindern. Das war schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und wenn du es hilfreich fandest, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben, abonniere sehr gerne diesen Kanal und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.